Herzlich willkommen back to Conker's Bad Fur Day. Wir sind diesmal hier bei dieser komischen Kröte, die uns in die Luft buxiert und uns zu unserem nächsten Money führt. Yeeha! Money, money, money! Money make my day! Sei mal nicht so frech. Who wants to be a millionaire? Me, actually. Ja, Gott sei Dank müssen wir dafür aber keine Quizshow absolvieren. Ja, so ist das. Letzten Part haben wir den komischen Stahlvollpfosten da besiegt. Unter größtem Leid. Und heute weiß ich noch gar nicht, was wir machen. Ich glaube, hier war nämlich noch mehr Geld. Indem wir nämlich hier hochkraxeln. Da sich das gerade so anbietet, machen wir doch auch mal direkt. Ach nee, hier waren solche scheiß Wespen, ne? Ja, aber die tun uns nicht, die fliegen nur vorbei. Also sie tun uns schon was, aber nur wenn wir da reinrasen. Das hoffe ich mal vermeiden zu können, weil das wäre, glaube ich, Instant Death, weil wir dann nicht runterfallen. Und das ziemlich tief. Gott. Ist das schon letzter oder was? Nee, doch nicht. Ich dachte, wir hätten Schwein. Ich habe doch gerade noch so eine Biene gesehen. Wollte ich mich verarschen? Gott sei Dank. Alter, die fliegt mir doch hinterher. Die fliegt mir doch hinterher. Fuck this shit. Alter. Nicht euer Ernst. Wie soll man denn darauf kommen, in dem Moment B zu drücken? Oh, jetzt darf ich da nochmal hoch. Das ist unglaublich. Naja, da müssen wir durch. Durch meine Inkompetenz. Inkompetenz pur. Das schneide ich jetzt nicht. Ich bin ja nicht der Cutter von Dienst hier. Wie schön er manchmal immer die Sprossen daneben greift. Du hast gar keine Zigarre im Mund, du bist voll uncool. Deine anderen Kollegen hatten es aber. Das war doch irgend zu einem Sinn gut, dass wir da jetzt gar nicht runterspringen. Ich weiß zwar nicht genau zu welchem, aber ich weiß, dass sich da was mit Wasser füllt, wenn wir dann im richtigen Moment B drücken. Aber natürlich habe ich das total vercheckt. Und da das er auch erst angezeigt wird, wenn wir springen und dann nur eine halbe Sekunde dazu Zeit haben zu reagieren, habe ich da gefailt. Daher setze ich jetzt hier noch ein Safe State, weil ich sowieso einen machen muss. Und diesmal haben wir es aber. Bams. Ja, so sieht. Oh, so kann ich nicht mit den Augen rollen. Ich weiß gar nicht, ob da noch was Story-Relevantes war, außer dieses Tail-Ding, aber ich gehe trotzdem mal hin. Und versuche jetzt möglichst vorsichtig runterzukommen, denn wenn wir jetzt nochmal sterben, sind wir Game Over. Und ich weiß nicht, was das für Spiel bedeutet. Sind wir hier überhaupt? Wir sind doch gar nicht mehr hier an der Scheune. Oder doch? Ist denn das Dach da? Komme ich hier einfach mal sicher runter? Ah, Gott sei Dank. Ich hatte schon gerade ein wenig Schiss. Yeah, Freestyle. Also in dem Bereich dürften wir jetzt eigentlich, soweit ich jetzt noch weiß, aua, fast alles abgeschlossen haben. Also können wir uns gleich aufmachen in das nächste. Wir gucken nur nochmal eben nach, was uns da unten hingelegt worden ist. Und das war genau hier. Dann schauen wir mal. Yay, noch mehr Geld. Ting, ting. Ja, damit. Und bewede beleidigst mich, du Alter. Oh, er hat gesagt, ich bin ein weiser Mann. Ja, jetzt dürfen wir aber auch hier alles erledigt haben. Ey, Alter, gib mir das extra Leben. Das brauche ich ganz dringend. Obwohl, komm, sind wir mal nicht so. Wir holen jetzt noch uns dieses andere extra Leben. Wem es nicht passt, spult einfach vor. Aber ist ja Quatsch. Zeige ich euch das nochmal eben. Dann haben wir auch wenigstens wieder ein bisschen Rückstand, weil das Spiel wird ja nicht einfacher. Das war auch damals kein Kinderspiel, hat man schon wahrscheinlich gemerkt.
Ich weiß nicht mehr, ob es ab 18 gewesen ist. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es für Kinder nicht gedacht. Aber das ist auch nicht schlimm. Es ist cool. Und Wutz. Zack, wie 11 Leben. Das ist ja eine krasse Scheiße. Ach so, die Secret, stimmt ja, die Secret Leben, die geben wesentlich mehr, wie man gesehen hat. Dann bin ich ja jetzt komplett zufrieden. Hau mir gleich eine Fleischwurst in den Rachen und dann ist alles gut. So, dann gucken wir... Was? Fleischwurst? Ich weiß gar nicht, wie ich auf so eine Scheiße manchmal komme. Aber egal, komm, wir gehen jetzt wieder zurück. Jetzt dürfte nämlich unser Laden rechts auf sein. Wenn ich mich recht entsinne. Dup, dup. Jetzt dürfen wir nämlich hier durchkommen. In die stinkenden... Jo! Kommen wir jetzt hier schon rein? Ja, geilo. Können wir nämlich die nächste Mist. Oh. Da halt ich mal die Gosch wieder. He better hurry up. What are you looking at? Nothing, sire. Good. I think I can hear him. I think I have found the problem. Stop! We have here, if you look, the table. If you analyze the table closely, as I have done, most particularly, you will see that there is a gap. And we are not talking any old gap here, my lord. It is a sizable one. Now, milk goes here. What happens? We have the fulcrum here, the milk here. The veg problem, not good. Milk falls off because of a gap. Yeah. Ist nicht wahr. What is the problem? The gap. I think I see. And the solution? Ah, now this is where it gets complicated. I was mulling over what would fit in the gap. I tried many things. I tried elephants, pot plants, many things. But the one thing, and I was sure of it at the time, I was sure it was a rodent. Sure enough, it was. This one. Varius squitchtelius. To use the proper vernacular. To the layman, the red squirrel. This red squirrel. Yes. Squirrel. I've heard of them. Yes. So. So it's a simple malish. We need a squirrel. And we put him here. You no spill your milk, we don't get fucked in. Gentlemen. Yes, my liege. Get me one of these red squirrels. Yes. Ja, und davon handelt eigentlich das ganze Spiel. Bescheuert, oder? Hey, right there. How are you doing? Hi, hi, how you doing? Come in now. Yeah, sit down, what do you want? Oh, this place really smells. Well, she wear like dumb beetles and you roll the poo around. Knows what's for. Oh, really? If you want some poo? Alright. Get your ass in there. There's these cows. Get them in there. Get them to crap. And I'll make you a bowl of poop. And you can do what the hell you like with it. Go on your break. You still here? Oh, charming. Jetzt wird's widerlich, meine lieben Freunde. Jetzt wird's ganz widerlich. Aber mal gucken, ob wir das in dem Part noch schaffen. Fragt mich nicht, was diese braune Grütze da ist. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon selber denken. Huch. Es ist genau das, was ihr denkt. Und es wird nicht angenehmer jetzt.
Aber die Musik ist cool. Die Mucke ist echt der Hammer. So, gucken wir mal, auf wen gehen können. Da. Oh, das mit dem Digipad hier jetzt hier. Nein! Sage ich ja. Mit dem Digipad das jetzt hier zu spielen, das ist schon die reinste Qual. Das könnt ihr mir glauben. Ich stelle mich nicht blöd an, es ist nur... Das Digipad ist sehr viel empfindlicher als... Früher damals auf Nintendo-Zeiten. Oh, Gott sei Dank. Eieieiei, wo sind wir denn jetzt? So. Einmal den machen, dann fallen wir auch nicht, Digga. Machst du mir den ganzen Scheiß, den mal von vorne machen. So. Wohin können wir denn jetzt? Ach so. Natürlich, auf den reizenden Fluss. Das ist so ekelig. Na, Sitting Bull. Ah, right. Don't see any poo here. Oh, hey, excuse me. Hello. Yeah, you. Whoa. Friendly type. I'm looking for some poo. I know it sounds pretty strange, but... Oh. Red. Red. I don't like red. I hate red. Go away. Whoa. Take it, he doesn't like red. What? I don't see anything red around. Oh. Here we go again. Ja, so ist das. Na du? Jetzt müssen wir nämlich die... Wie sage ich es pietätvoll? Wir sorgen jetzt dafür, dass die... Kacke am Dampfen ist, sage ich mal ganz vorsichtig. Nein! Und vom Kackebällchen erwischt. Ja, das wird ein Spaß. Ich warte jetzt, bis der nächste Knödel da runterkommt. Denn wir müssen erstmal auf das Maschinchen raufklettern. Alter, wie eklig auch die Sounds sind. Komm, mach hin, ne? Weh, du fällst jetzt komplett runter. Das ist aber nochmal Was ist das jetzt hier? Der Endlosschleif oder was? Jetzt komm, lass mich da bloß hin. Mein Gott. Ja, ich hoffe, das war auch Schokolade. So, jetzt dürfen wir einmal im Kreis laufen, um nämlich hier ein schönes Fässchen zu öffnen vom leckeren Juicy Saft. Sieht pervers aus, mögen scheinbar aber Kühe sehr gerne. Now logic would denote that something that drink that is gonna get the screaming squid. Ah, that looks distinctly like a target. And there we have a bowl. Yes, I think I get it. Yep. Ich think ich get it auch. Eieiei, jetzt komm, machen wir Bullenreiten. Eieieiei. Wer? Hoffentlich kommen jetzt nicht nochmal Puhbällchen, die mir in den Rücken fallen. Denn wer hat denn sowas auch schon gerne? Ich auf jeden Fall nicht. Das mieft nämlich immer so. Jetzt könnten wir doch irgendwie auf den drauf springen. Ach ja, genau. Warte mal. Oder ging das einfach so? Ole! Das mussten wir jetzt noch gar nicht machen. Na komm her. Ey, du hättest das hier treffen müssen, du Sau. Jetzt spiel doch einmal mit. Ole. Und wieder weg. Ah. Ole. Jetzt ist. Jetzt geht's los. Ah, a cow. Now that could be useful. Right. This looks like it needs a little bit more hands-on control. He's a bit of a wild one. That time again, is it?
Oh, say, Boogalugs is out here again. Oh, well. Oh, there's a nice little patch. I think I'll have a little bit of grass. Moo. Need to get her over there somehow. Ja, jetzt geht der Scheiß nämlich los hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, 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 nein! Alter, auf den habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich hole mir lieber erst ein bisschen Leben. Und schwimme hier mal ein bisschen in dem Dreck herum. Na komm. Nein, 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 nein. Na komm, ramm die Olle. Stop your nonsense, young man. Goodness me. I've quite lost my appetite now. I'm gonna go for a little meander over here. Actually, I feel a bit thirsty. A nice little beverage should wash this tasty grass down lovely like. This looks quite nice. Looks to be cranberry flavored. Lovely. Tastes bits of hot too. Alter, nee. Jetzt bitte nicht hingucken, Leute. Ei, ei. Oh, ei. Alter, ei, nein. Aber ich weiß schon, wie ich den Part nennen werde. Ja komm, ramm sie weg. Zack. Bams, da ist die erste Plage schon. Davon. Holen wir mal die nächste ran. Die nächste Kuh, bitte. Herzlichen Dank. Dann Prutz. Dann machen wir mal wieder dieselbe Prozedur wie gerade eben. Zack. Die Kacke ist, jetzt kommt keine Cutscene mehr und der Typ, der... Wie, nochmal? Ich hab die doch schon angerammelt. Ja komm, Marine, ich hab nicht ewig Zeit. Alter, das Bullenreiten ist so schwer. Die Steuerung ist hier ganz anders. Renn, du Kackwurst, renn! Und smash dann, Bitch. Toro, du Sau. Und immer auf die Kackstäbe, das ist unglaublich. kriegst mich nicht. Na, wenigstens hat er das noch erwischt. Und durch den Kackfloß, weil es so einen Spaß macht. Ich riech gar nicht mal so übel. Stinkt nur ein bisschen nach Puh und so. Na komm. Olé. Riding the Bullet. Na, das heißt... Ah, fick dich. Du scheiß schwarzes Viech. Das war jetzt nicht rassistisch gemeint. Ich mag den nur einfach nicht. Der ist so ein Arsch mit Ohren. Aber von Ersten will ich hier in dieser Umgebung gerade nicht reden. Wie kann der mich hier erwischen, bitte? Mein Gott. Jetzt erwischt die Kuh wenigstens. Nicht mich runterschmeißen. Ist sie jetzt immer noch nicht da? Ach, jetzt komm, beweg deinen Arsch hier. Beweg deinen fetten Euter und schwing ihn über die Schulter. Und hol dir endlich deinen fetten Juice. Du gehst mir nämlich auf die Nüsse. Los.
Das müsste jetzt aber gereicht haben. Na komm, der Bulle ist nicht gerade erfreut darüber, dass ich hier drauf sitze und ihn reite. Like a boss. Jetzt komm, du Kackvieh. Und scheiß die Schüssel voll. Ich war noch nie so froh darüber, dass jemand einen Schiss gelassen hat. Zack, das war's. Ja, warum bist du so ein fetter Bastard? Sehe ich genauso. Seems to be filled up with poo. That should do it. So, liebe Freunde, das war's auch wieder für diesen Part. Die Scheiße haben wir jetzt hinter uns. Jetzt geht's weiter. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke wieder fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Ciao.